Hallo, willkommen zu einer neuen Life Strange 3 und wir sind hier jetzt in irgendeinem komischen Revier von Pike oder so. Okay, was geht jetzt ab? So, hast du dir dein erstes Frühlingsfest nicht vorgestellt, ja? Nee. Nicht wirklich. Kaffee? Nee, wir brauchen nix. Gerade nicht. Brauchen nix. Aber danke. Ich will ja raus. Gut. Ja, denn er ist sowieso alle. Profi. Was willst du? Pike, warum bin ich hier? Was haben wir verbrochen? Kurz gesagt, Diane klagt dich wegen des Diebstahls ihres USB-Sticks an. Really? Das Wo ist weiß sie das? Bullshit. Ich habe nichts Falsches getan. Sie sind die Kriminellen hier. So ein kleiner Diebstahl. Hast du den Stick gestohlen oder nicht? Ja. A für die Hast du ihn dir Gerechtigkeit. wenigstens angesehen? Ich kann nicht. Tut mir leid. Mies. Was meinst du? Warum nicht? Naja, erstens bräuchte ich eine Vollmacht. Und zweitens, der Fall ist abgeschlossen. Ah, mies. Der Befehl ist heute gekommen. Ich habe getan, was ich konnte, aber es gab keine Beweise. Tut mir leid, Alex. Ja, das Was sind unsere heißt, der einzigen Befehl ist Beweise heute so, gekommen? die nicht mal Von richtig wem? schlagkräftig sind. Ganz oben. Boss des Bosses des Bosses. Nicht mein Job, das zu Okay, wissen. weird. Hör mal, was meinem Bruder passiert ist, war kein Unfall. Es war ein Verbrechen. Die Aha, Dateien auf Pi mal dem Stick Daumen. beweisen es. Nicht so. Das könnte stimmen. Nehmen wir mal an, dass es so ist. Er war Das jetzt nicht so ein Problem ist, richtiges Ziel, aber du hast Teifen bestohlen. Kollateral Schaden. Das hilft uns nicht gerade. Okay, stimmt. Okay, ich verstehe es ja. Es tut mir leid, dass ich den Stick gestohlen habe, aber... Sich zu entschuldigen ist nicht genug. Ja. Alex, dir ist wohl nicht klar, was das zu bedeuten hat. Doch, sogar sehr. Diane zeigt dich an, wegen Cyberkriminalität. Das ist kein Kavaliersdelikt, Alex. Cyberkriminalität mit dir? 5 bis 10 Jahre Gefängnis. Ganz, das bezweifle ich. Das bezweifle ich. Willst du mir sagen, dass ich im Gefängnis lande? Für 5 bis 10 Jahre? Warum hat eigentlich jedes Life is Strange was Kriminelles? Teil 2 auch, der jetzt auch, WTF? Aber du hast noch mal Glück gehabt. Ich habe mit ihr geredet. Und obwohl sie wütend auf dich ist, ist sie bereit, es auf sich beruhen zu lassen. Ja, sie will halt, dass sie aufhört zu schnüffeln, so. Deswegen lässt sie uns dann Wenn du noch in Ruhe. zustimmst, es gut sein zu lassen, erhebt Typhon keine Anklage. Warum macht sie sowas? Ja, damit du Sie will nicht nur, dass das schnüffelst. Ganze vorbei Damit du ist. aufhörst zu schnüffeln. Und Typhon mir Du seine sorgst Ruhe dafür. hat. Und keine Probleme kriegt. Das ist obvious. Einen Scheiß mache ich. Ich unterschreibe nichts. Alex. Nein! Typhon hat was in den Bergen begraben. Etwas so Großes, Ich dass will sie echt Gates wissen, was Anruf das ist. ignoriert haben und die Explosion auslösten, um es zu vertuschen. Willst du nicht wissen, was es ist? Doch. Was meinst du mit es vertuschen? Eine zweite Explosion, unangekündigt, die zur selben Zeit in der alten Förderstätte ausgelöst wurde. Und das alles passierte nur wenige Wochen, bevor die Inspektionen beginnen sollten. Komm schon, Komisch. Pike. Der Es weiß. ist alles hier. Aber wenn er es selbst macht, macht er sich selbst strafbar, so. Es macht keinen Unterschied. Er darf halt Alex, nicht. bitte.
Komm, unterschreib's einfach. Dann gehen wir beide zurück zur Party. Nein. Alex, das ist kein Angebot. Du hast keine Wahl. Ich sagte nein. Nein, ist keine Option. By the way, wusstet ihr, das hört man jetzt gerade gut, das ist einfach Gronkh. Die Synchrostimme von Pike ist einfach Gronkh. Wovor hast du solche Angst? Vor Typhon. Er will seinen Job nicht verlieren oder Schlimmeres. Schau's dir an. Scheiße. Was könnte in dem Umschlag sein? Erstmal das Wichtigste. Alex, bitte. Ich will nicht, dass du verletzt wirst. Dann hilf mir doch, verdammt. Was ist hier? Chen Alexandra. Bruder Gabe ist im Unfall gestorben, der viel mit Typhon zu tun hat. Feindliche Einstellung gegenüber Typhon. Nee, was haben wir? Einstufungsinformationen zeigen, dass die Person entschlossen und effizient ist. Negative Einstellung hält über die voraussehende Trauerbewältigung hinaus. Verdächtig scheint es ebenfalls im Besitz von vertraulichen Daten und Informationen zu sein. Was haben wir hier? Ermittlungszusammenfassung. 1.5. begann mit der Beschattung der Person nach dem Treffen mit Mac Loudon. Person traf sich mit einem Mann, der als Ryan Lucen identifiziert wurde, weniger bemerkenswert zu berichten. Person verbrachte 3 Stunden in der Wohnung, Wi-Fi-Überwachung, tötete Suche nach Typhons Geschichte und Aufzeichnung zu Gericht zu erfahren. Wir wurden belauscht die ganze Zeit. Alter, man kann gar nichts mehr heutzutage machen. Person traf sich mit Klient in der Black Lantern und erhielt sich. Es scheint, als ob die Person ein Objekt vom Klienten gestohlen hat. Hier, enger Freund, es geht um Ryan, unterstützt Alexander Chen in der Bemühung gegen Typhon, wird in den Unfall und extrem außer sich, deswegen Personen kennen sich sehr gut mit der Geografie und Einwohnern von Haven aus. Und dann wahrscheinlich noch Steph. Hier ist Steph. Blablabla, unterstützt Alexander Chen in ihrer Bemühung, hat sie sich als einfallsreich und gefährlich erwiesen. Bedrohung 2, 1. Warum hat Steph Priorität 2 und wir beide nur 1? Ist das eine Drohung? Was hast du denn erwartet? Ja, das ist natürlich eine Drohung. Dass Typhon, eine globale Organisation mit Milliarden an Einnahmen, eine Armee aus Anwälten und wer weiß wie vielen Politikern in der Tasche einfach die Hände hochreißt und sagt, du hast gewonnen. Ganz sicher nicht. Ja, ich weiß auch nicht, was genau der Plan war so. Nur die Wahrheit. Der konnte die ganze Zeit nur in die Hose Wahrheit. Gehen. Du hast ja keine Ahnung, wozu Typhon fähig ist. Nee. Scheiße. Glaub mir, ich will doch auch, dass diese Mistkerle dafür büßen. Ich habe auf die harte Tour gelernt, dass es nicht möglich ist. Sie sind zu groß, zu vernetzt, zu skrupellos. Was hast du denn versucht, Bro? Hass mich, wenn du willst. Nenn mich einen Feigling. Aber ich will dich nicht auch noch verlieren müssen, wie Gabe. Ja, danke. Ich habe richtig Angst vor Typhon. Aber wenn ich ihm seine Angst nehmen kann. Junge, wir haben es schon bei Charles gesehen. Steph und Ryan sind auch in Gefahr. Könnte ich die Emotion wegnehmen? Steph ist auch jetzt in Emotion. Ich will Typhon komplett ruinieren. Aber soll ich dafür echt ihre Leben in Gefahr bringen und auch meins? Nein. Schwierig. Nein! Nein, ich will nicht entscheiden. Typhon Affiliate unterschreiben, es riskieren, Pike Angst zu nehmen. Wenn wir Pikes Angst nehmen, ist er ein emotionsloses Monster wie Charlotte. Wir können nicht jedem die Emotion wegnehmen. Wir wissen nicht, was es für Auswirkungen hat. Wenn wir das unterschreiben, dürfen wir nicht weiter. Bono machen uns strafbar. Mich interessiert schon, was jetzt mit den Personen passiert, wenn wir die Emotion wegnehmen. Beide Entscheidungen sind scheiße, Alter. Mann. Mann, mich interessiert schon, was jetzt mit Charlotte und Pike passiert, ob sich's bei Pike jetzt auch so verhält wie bei Charlotte. Leute, es ist scheiße.
Digga, es ist eine Scheißlage. Junge, komm, ich mach jetzt ab. Ich mach's einfach. Das ist bestimmt die falsche Entscheidung. Komm, ich lass einfach. Komm. Willst du dein Leben deswegen riskieren? Gabe, Mac, Alex, wer ist als nächstes dran? Scheiße, scheiße, scheiße. Vielleicht kann er deinen klaren Kopf behalten. Du bist bloß ein Bauer. Typhon ist ein großes Tier. Typhon verliert nicht. Typhon lässt Leute verschwinden. Sollen die doch sterben, nicht ich. Digga, das ist nicht gut, wenn wir Leute absorbieren. Du hast Angst. Ich auch. Ich weiß, du glaubst, Typhon ist zu groß, zu unbesiegbar. Es stimmt nicht. Ich mach sie fertig. Ich brauche nur deine Hilfe. Mann. Wenn nicht für mich. Ich weiß nicht, ob das die falsche Entscheidung war. Bitte. Fuck. Ich denk darüber nach. Wir haben jetzt zwei emotionslose Zombies rumlaufen. Danke. Die eine, die gefühlt Suizidgedanken hat. Und Charlotte, ich kann Charlotte nicht einschätzen. Und Pike, der wird sich jetzt und seine eine ganze Karriere gefährden. Pass bitte auf. Scheiße. Ich frage mich aber, was wäre passiert, hätten wir den Vertrag unterschrieben, hätte er uns dann auch gehen lassen? Wahrscheinlich. Mann. Was ist das jetzt? Alex, komm, sieh mich, wenn du die Chance bekommst. So, Jet jetzt? Digga. Einfach. Gerade noch einen super Moment gehabt und jetzt. Wie lange beobachten sie uns schon? Und was passiert, wenn? Die hat erst Aggression aufgenommen, jetzt noch Dings. Lila. Junge, das macht sich fertig, Alter. Das Spiel überfordert mich langsam. Keine Ahnung, was ich als nächstes tun soll. Vielleicht hilft es, wenn ich mit Jet rede. Das könnte vielleicht helfen. Zuerst muss ich diese Klamotten loswerden. Es war auch für mich etwas Besonderes, Steph. Lass dir das Eis geschrieben. Umziehen. Haben wir hier noch Emotionen irgendwo rumliegen? Komm, dann ziehen wir mal was Freshes an. Ich sehe besser aus, als ich mich fühle. Ja, komm, ein Kleidungswechsel hat noch nie geschadet. Ach, die hat jetzt so... Ich könnte aber auch jetzt mit Jet reden. Okay, dann sollen wir zu Jet. Sonst sehe ich hier nichts. Was trägt sie so? Warte, kann man noch was anderes anziehen? Okay, nein. Bruder, von wo beobachtet uns Typhon eigentlich die ganze Zeit? Ich fühle mich schon besser. Ich denke, ich kann den Bossman jetzt treffen. Okay, komm, Jet, was möchtest du von uns? Nehmen wir Jets Emotion auch noch, oder was? Nehmen wir jetzt von allen die Emotionen. Hey, Jet. Mann. Da ist sie ja. Setz dich. Jet ist sauer, glaube ich. Dieses rote Licht. Etwas sagt mir, dass dein Frühlingsfest aufregender war, als du es dir erhofft hattest. Oder auch nicht. Vielleicht. Du sagst, wie Pike mich verhaftet hat. Aber wie es aussieht, hat er dich gehen lassen. Naja. Ich wusste da ein bisschen rumfuschen. Dann ist da noch die Sache mit Ryan und Steph heute. Ich war mir nicht sicher, warum es euch drei brauchte, um Dianes Bestellung aufzunehmen. Ja.
Ich weiß, du bist es gewohnt, dich um dich selbst zu kümmern. Geb war auch so. Ja, merkt man wohl Geschwister. Aber Haven ist eine Gemeinschaft. Wir helfen einander. Ich will dir helfen. Ja, danke. Aber erst musst du mir sagen, was vor sich geht. Wo fangen wir an? Scheiß drauf. Was habe ich zu verlieren? Erstmal entsippen. Erstmal muss gesippt werden. Dann geht's besser, oder? Trotzdem Alkohol erst, wenn ihr alt genug seid, Leute. So, Ach komm. Erstmal die Katze aus dem Sack. Getötet. Ich habe Beweise. Aber wie Ryan bedroht, das habe ich jetzt überlesen. Ah, das stand bestimmt in diesem Brief drin. E-Mails und Dokumente, die beweisen, dass es zeitgleich eine zweite Explosion gab. Um was zu vertuschen, Jet? Ein Geheimnis, das sie begraben haben. Alter, ich frage mich echt, was das Geheimnis ist. Ich weiß nicht, was es ist. Oder Tabitha was vielleicht? Ich als nächstes tun soll. Aber ich gebe nicht auf. Nie im Leben. Okay. Das werden wir noch rausfinden, was. Ich weiß es nicht, auch in. Es kann ja jeder geschmiert sein, ist die Frage. Das wäre es, Alter, wenn ich andere weiß, Leute so einen Plot-Twist hätten. Und was? Okay, was ist es? Bitte, mir egal, ob es weiß. Was steckt dahinter? Wovor haben Sie Angst? Typhon ist der Teufel, der diese Stadt im Griff hat. Ich muss schon zu lange mit ihren Geheimnissen leben. Alter, was ist es? Ich weiß, was sie in den Bergen vergraben haben. Ja, was? Sag's mir. Weißt du was? Ich zeig's dir. Was? Bitte was? Wie will er es uns zeigen? Haben die es nicht vergraben? Da, weiter oben. Wo sind wir? Wo sind wir? Mitten im Nirgendwo. 2 Kilometer in die Richtung habt ihr nach Ethan gesucht. Und dort, 5 Kilometer entfernt, liegt die Stadt. Hier war wohl die zweite Explosion. Was ist das hier? Ein Belüftungsschacht. Die gibt's hier überall. Minen wachsen in andere hinein und bilden so ein Labyrinth. Das, wonach du suchst, ist da unten. Was ist es? Sag doch einfach. Muss ja jetzt runter, oder was? Oh, die Mucke. Boah, ist das ein geiler Track. Jet? Warum bist du traurig? Was? Nein. Ich sag doch, jeder könnte geschmiert sein. Tut mir leid, Kleis. Okay. Nimm die Waffe runter. Wir können ihn, glaube ich, noch kontrollieren. Ich habe versucht, es dir auszureden, dir Angst zu machen. Ich war mir sicher, dass die Fotos von Steph und Ryan dafür sorgen würden. Er hat sie nicht nachgegeben. Du konntest es einfach nicht lassen. Hat er damit was zu tun? Das muss ich. Vor 12 Jahren machte ich einen Fehler. Und diesen Fehler kann man nicht rückgängig machen. Wen hast du getötet? Hatte Tabitha getötet? Typhon bot mir einen Deal an. Einen Weg, meine Stadt zu retten und meinem Sohn ein normales Leben zu bieten. Ich wollte nie, dass Gabe verletzt wird. Fick dich doch. Was? Ey, das kenn ich. Das war das allererste Sneak Peek-Foto vom Teil. Wir haben eine Errungenschaft, nicht rückgängig zu machen. Der Typ hat einfach geschossen.
Der Typ hat einfach geschossen. Digga, jetzt bin ich echt gespannt, was im letzten Kapitel passiert. Okay, wir haben, Pike hat Alex gegen lassen, damit sie um seine Angst... Okay, das haben die meisten Leute gemacht. Ich weiß nicht, ob das so gut war. So, das haben wir. Alex hat Steph Rose gegeben, haben die meisten Leute... Ja. Keim die Rose gegeben. Ex hat einen schönen Moment am Lagerfeuer. Okay. Ja, konnte man auch leicht übersehen. Okay. Ah, man hätte sich hinsetzen können. Ja, ist jetzt, glaube ich, nicht so besonders. Nach Berlin haben die wenigsten. Die meisten. Die meisten haben nicht getroffen. So. Okay, die wahrscheinlich nicht Rose gegeben haben. Okay, die meisten habe ich zum Glück geküsst. Dann wahrscheinlich haben die Leute, die nicht gegangen sind, haben Ryan. Also mit Ryan ging es das gleiche. Okay, ich habe Steph genommen so. Was habe ich hier geskippt? Ach, das war das. Achso. Ja, Starlet hat einen bittersüßen Moment auf dem Fest geteilt. Hätten wir die Emotion nicht weggenommen, dann wäre sie vielleicht besser drauf. Hier, das war halt dann die Entscheidung so. Bei mir ist sie so weird geworden. Nur die wenigsten haben es erzählt. Oh, die meisten bei dem... Nee. Ach, die meisten sind da gar nicht hingegangen, was? Okay. Aber wenn, dann haben die... ist sie aufs College gegangen, okay. Ja, die meisten haben... okay, wahrscheinlich haben viele das mit Ducky gar nicht gesehen. So, ich hätte es auch fast gar nicht gesehen. Ja, da hätte ich gern geholfen. Da hätte ich gern geholfen. Ja, wir haben dem nicht geholfen, was? Ich wusste nicht, wie ich helfen konnte. Ja, die haben wir zusammengebracht, natürlich. Okay, die wenigsten haben das. Okay, Leute, ab nächster Folge beginnt das nächste krasse Kapitel, Alter. Junge. Jet hat mich geschockt, Leute. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn es gefallen, dann lasst ein Like, dann könnt ihr weiter, wie es uns auch passend abonnieren. Und sonst euch ein Ciao. Leute.